Herzlich willkommen zum Marktupdate Class Schiff Spezial. Ich bin Andres Lipke und freue mich, dass ihr dabei seid. Jetzt hier, wenn ihr das seht, im neuen Jahr. Ich habe das natürlich voraufgezeichnet, sprich, hier ist noch ein kleiner zeitlicher Versatz. Also, es kann sein, dass natürlich einige zeitliche Interaktionen stattgefunden haben, die ich jetzt nicht mit aufnehmen kann. Aber das ist nicht weiter schlimm. Wir gucken natürlich oder ich gucke weiter voraus in 2024. Dahingehend geht es ja hier um die Tendenz und nicht wirklich um die kleinteiligen Details, die sich jetzt in den letzten Tagen vielleicht zum Jahreswechsel hin ergeben haben. Aber ich freue mich zumindest, dass ihr auch im neuen Jahr eingeschaltet habt und dass ihr jetzt hier dieses Klarschiff-Spezial seht. Eben wie gesagt, die Vorausschau. Ich gucke mir so ein bisschen die Aktienmärkte, die Finanzmärkte an, gehe natürlich auf einige Rohstoffe ein und gehe dann zum Schluss auch nochmal auf eine Kryptowährung ein, auf den Bitcoin in US-Dollar, um mal so ein bisschen zu sehen, wie sich auch natürlich solche besonderen Asset-Klassen in dem Jahr 2024 entwickeln können. Also doch, denke ich mal, eine ganz interessante Reise in die Zukunft. Ich habe also meine Glaskugel poliert und werde entsprechend sehen, was diese dann in diesem Format in den kommenden vielleicht 30 Minuten entsprechend ausspucken wird. Wenn euch das Format gefällt, lasst einen Daumen hoch da. Wenn nicht, einen Daumen runter. Schreibt mir natürlich wieder gerne in die Kommentarzeile rein, was euch nicht gefällt, was euch gefällt, Kritik, Anregungen und natürlich auch ganz wichtig schon Fragen für die neuen Marktupdate-Live-Folgen, die ja wie gewöhnlich Montag 17 Uhr, Mittwochs 14 Uhr erscheinen werden. Das heißt, ihr könnt dann jetzt in der kommenden Woche am Montag schon bereits euch in den Terminkalender reinschreiben, dass da eben wieder das Marktupdate stattfinden wird um 17 Uhr. Und ihr könnt mir natürlich dann entsprechend in den Kommentaren unten unter diesem Videofenster schon mal die Fragen für eure Unternehmen reinschreiben. Ich schreibe mir die dann raus, nehme die natürlich super gerne mit rein. Und demzufolge würde ich vorschlagen, nehmen wir gleich mal los und wir gucken mal auf den deutschen Markt, den DAX. Was steht hier im Jahr 2024 jetzt an? Das bedeutet, oder was bedeutet das alles, die Vorausschau, beziehungsweise das, was wir gesehen haben in 2023, was könnte das in der Vorausschau für 2024 bedeuten? Wir haben natürlich sehr, sehr viel Konjunkturoptimismus bereits in den Aktienkursen eingepreist. Der DAX ist ja bis auf 17.000 Punkte geklettert, kurz vor dem EZB-Entscheid, und hatte entsprechend dann natürlich schon viel Optimismus weggenommen. Man darf nicht vergessen, von Oktober bis zum Jahresende in satte 2.300 Punkte vom Tief zum High zugelegt. Das ist ordentlich und zeigt natürlich auch, was für ein Optimismus insgesamt bei den Investoren da ist. Ich würde vorschlagen, wir blenden mal den Chart, ich blende euch mal den Chart ein. Da habt ihr nämlich den DAX 40 Performance Index. Da sieht man das sehr schön hier auf 5-Jahres-Sicht. Weit über die bisherigen Verlaufshöchstkurse aus den Jahren 21, 23 hinausgeschossen. Und eben bis in den Kursbereich von 17.000 Punkten rein. Langfristig sieht man natürlich hier, ist der Aufwärtstrend wirklich weiter in den Takt, kann man ganz klar sagen. Sogar, wenn man ganz spitzwinklig ist, so ein bisschen im Median. Das heißt also, wir sind hier gar nicht zu weit weg im Schnitt weggeflogen oder hinausgeschossen, sondern haben uns eigentlich noch relativ gut eben an den durchschnittlichen Steigerungen gehalten. Das ist natürlich ganz interessant, weil eben, wie gesagt, ich habe gesagt, viel Konjunkturoptimismus ist schon eingepreist. Was könnte aber noch so ein bisschen stützend wirken für den DAX? Naja, natürlich die Zinspolitik, die sich ändert. Die EZB wird höchstwahrscheinlich in 2024 zumindest mal auf die den Fuß vom Gaspedal wegnehmen und auf die Bremse treten. So rum ist richtig. Ab Mitte 2024 sogar anfangen, vielleicht die ersten ein, zwei Zinssenkungen zu avisieren. Wir müssen natürlich sehen, dass die Situation in Europa eine vollkommen andere ist als in den USA. Das heißt, hier jetzt wirklich gleichzuschalten und zu sagen, die EZB wird diesmal die gleiche Schrittgeschwindigkeit wie die US-Fed gehen. Das kann man, denke ich mal, ad acta legen. Das wird nicht der Fall sein. Die EZB hat später gestartet mit der Bekämpfung der Inflation. Und ich denke, man wird hier wesentlich vorsichtiger sein, schon früher wieder auf das Gaspedal zu treten. Wie gesagt, wir haben hier mehrere Volkswirtschaften, die einzeln gesehen insgesamt denn die EWU bilden. Das heißt, komplett anders als in den USA, wo wir ja nur einen volkswirtschaftlichen Raum haben, den man betrachten kann, wo natürlich auch die entsprechenden Interaktionen der US-Notenbank mit der Volkswirtschaft USA eine ganz, ganz andere ist als in Europa, wenn eben die EZB hier entsprechende Zinsmaßnahmen eben entsprechend vornimmt. Hat das einzelne Einwirkungen auf Frankreich, Italien, Deutschland und natürlich auch den ganzen anderen Ländern, die in Europa entsprechend in der EWU sind. Und das muss man berücksichtigen. Also auch bei dem Inflationsthema ist es so, dass wir hier ja einen harmonisierten Preisindex haben. Also das heißt, man versucht überall aus den einzelnen Volkswirtschaften natürlich dann die Größen zu nehmen, die sich vereinen lassen. Ansonsten sind natürlich die Inflationsmesskörbe, um es mal so zu sagen, in allen Ländern verschieden. Die Gewichtungen sind verschieden. Natürlich sind in Deutschland andere Produkte, andere Dienstleistungen schwerer gewichtet als zum Beispiel in Frankreich, Italien oder Spanien.
Das ist natürlich auch naturgegeben dadurch, weil natürlich die Menschen in den einzelnen Volkswirtschaften andere Begehrlichkeiten haben, andere Konsumverhalten aufweisen. Und das macht es eben so schwierig. Das heißt, die Inflation in Europa eine komplett andere Situation als in den USA. Natürlich gibt es maßgebliche Dinge, die auch Einflussfaktoren sind. Rohstoffpreise, Lohnpreise und so weiter, also Strompreise insgesamt. Das heißt, diese Aspekte sind natürlich zu sehen, aber nichtsdestotrotz ist das hier doch noch eine ganz, ganz andere Kiste. Das könnte ein Thema sein, dass wir da eben zum Jahresende tatsächlich das Zinsthema als unterstützendes Momentum sehen für Europa und dass das dann, ihr habt es gerade gesehen, den DAX nochmal so ein bisschen nach oben tragen kann, weil natürlich insgesamt auch diese Zinspolitik insgesamt dann eben positiv auf Unternehmen wirken würde. Natürlich auch die Frage, wie wird sich die Konjunktur in China gestalten, gehe ich nachher auch mal dezidiert drauf ein, und in Nordamerika, beides große Wirtschaftsräume, die eine ganz, ganz wichtige Rolle für die europäische und für die deutsche Konjunktur bilden. Deutschland sehr stark exportabhängig, das heißt, hier spielt es wirklich eine maßgebliche Rolle, wie die Produkte von China, von den nordamerikanischen Staaten, Kanada und den USA eben abgefragt werden. Autos und alles, Maschinenbau, chemische Produkte, Ausgangsprodukte und so weiter. Das sind natürlich auch die Dinge, die maßgeblich eben die Stützen für die deutsche Wirtschaft darstellen. Und da sind wir auch schon so ein bisschen im Bereich der Branchen. Welche Branchen könnten 2024 interessant sein? Ich denke, ich fange erstmal damit an, bei den Banken dürfte größtenteils tatsächlich der Drops gelutscht sein. Hier ist so ein bisschen die Fantasie draus, sie dürften vielleicht noch sich so ein bisschen wieder Markt performen. Versicherungsunternehmen könnten interessant sein, die profitieren tatsächlich noch davon, dass wir ein relativ hohes Zinsniveau im historischen Vergleich der letzten 10 Jahre erreicht haben und dass dann eben zum Beispiel natürlich auch solche Produkte wie kapitalgebundene Lebensversicherung wieder durchaus attraktiver geworden sind, Prämieneinnahmen bei den Versicherungsunternehmen wieder höher verzinst werden, damit der Zinsfuß insgesamt im Unternehmen positiv noch wirkt, und das ist so ein bisschen der Unterschied natürlich zu Banken. Ansonsten vorsichtiger würde ich weiterhin auch mit bei dem Automotive-Sektor zumindest im ersten Halbjahr bleiben. Da denke ich, wird noch es etwas Zeit brauchen, bis da neuer Drive reinkommt. Auch mit den Konsumwerten insgesamt würde ich im ersten Halbjahr eher vorsichtig und beziehungsweise zurückhaltender sein. Die könnten dann zum zweiten Halbjahr losstarten. Interessant könnten die anderen klassischen zyklischen Branchen, die davor geschaltet sind, Maschinenbau, chemische Industrie, das sind die Branchen, die auf jeden Fall interessant sein könnten, bereits zum Jahresstart. Defensive Branchen, Technologie bzw. Telekommunikation und Versorgungsunternehmen könnten ebenfalls im nächsten Jahr ganz klar zu den Favoriten gehören, weil natürlich das Branchen sind, die aufgrund ihres Infrastrukturcharakters einfach eine maßgebliche Rolle spielen und mit dem Markt im Endeffekt laufen können. Also das heißt, durchaus mal eine Deutsche Telekom, eine RWE oder auch eine E.ON auf die Agenda nehmen. Das sind Unternehmen, die klingen zwar jetzt ein bisschen langweilig, könnten aber tatsächlich hier und da ganz gut performen. Das gilt natürlich auch dann später im europäischen Rahmen, gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Insgesamt Pharmaindustrie, also sprich Merck, Bayer und Co., die es da im DAX 40 dann gibt, muss man auch stark differenzieren. Ich denke, wir haben natürlich die wenigen Unternehmen, die dort im DAX 40 repräsentiert sind, hier mit jeweils hauseigenen Problemen beseelt, aber nicht uninteressant könnten zum Beispiel eine Sartorius sich darstellen oder eben auch eine Kia gehen, die aus dem Gesundheitssektor jetzt ja doch in den letzten Jahren eine relativ starke Konsolidierung insgesamt durch die ganze Branche vollziehen mussten und dahingehend die Möglichkeit haben, tatsächlich doch nochmal wieder besser zu performen. Also es könnte sein, und damit komme ich wieder so ein bisschen auf den Gesamtmarkt zurück, dass wir im kommenden Jahr ein durchschnittliches Börsenjahr sehen werden. Das heißt, den DAX sehe ich tatsächlich da in dem Bereich so 6-8% Performance-Möglichkeiten auf Gesamtjahressicht gesehen. Das ist natürlich keine Handelsempfehlung, sondern einfach nur meine Einschätzung. Würde dann bedeuten, dass wir so irgendwas in dem Bereich 18.000, 18.500, 18.300, 18.500 Punkte irgendwie landen könnten. Aber auch nicht gleichschaltend und gleichlaufend, sondern wirklich das erste Halbjahr ein bisschen ruppig noch unterwegs. Da gibt es so einige Faktoren, Unsicherheiten, die in den Märkten auf jeden Fall sich entladen könnten. Ab der zweiten Jahreshälfte, denke ich, werden wir dann zumindest mal ein recht gutes Börsenjahr erleben können. Das ist natürlich vorbehaltlich, dass es keine Störfaktoren gibt, die ich jetzt hier aktuell nicht sehen kann, sondern ich kann natürlich von den aktuellen Ausgangssituationen nur ausgehen. Gucken wir mal auf die gesamteuropäische Lage und nehmen mal den Eurostoxx 50 Index, und da stellt sich die Situation halt dann doch etwas anders dar. Hier ist der Eurostoxx 50, ich zoome hier auch mal etwas rein, ihr seht es dann schon. Ist der Kursindex nicht zu verwechseln, der DAX 40 ist ein Performance-Index gewesen, deswegen ist hier natürlich auch das Hinausschießen gerade in den letzten Jahren wesentlich deutlicher ausgefallen bei dem DAX als bei dem Eurostoxx, weil hier werden eben die Dividenden und alle Kapitalmaßnahmen nicht reinvestiert. Nichtsdestotrotz sieht man eben, dass der Eurostoxx 50 so ein bisschen nachhängt. Aber wie gesagt, da spielt auch noch die Performance-Komponente eine Rolle.
Insgesamt langfristig gesehen sieht man natürlich hier auch der Aufwärtstrend durchaus intakt. Und das ist auch das Interessante. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass dieser Aspekt eben die Mischung des Eurostoxx 50 eben durch die größten europäischen Unternehmen, also auch natürlich französisch, italienisch, spanischen Unternehmen und deutschen Unternehmen, sehr interessant werden könnte. Ich glaube, dass der Eurostoxx 50 sogar den DAX ein Stück weit outperformen könnte, dadurch, weil man eben als Investor wirklich die Möglichkeit hat, hier noch stärker eben auf ja, die wichtigen großen europäischen Unternehmen zu setzen, die eben nicht so stark wie zum Beispiel im deutschen Unternehmen auf bestimmte Wirtschaftsräume fokussiert sind, sondern eben zum Beispiel einen stark technologischen Charakter noch mitbringen oder eben auch einen sehr starken Fokus auf andere Länder in Südamerika oder Rohstoffunternehmen, die teilweise auch vertreten sind. Das macht die Mischung für den Eurostoxx 50 im nächsten Jahr so interessant. Ich glaube tatsächlich, dass da die Chance besteht. Ich gebe jetzt gleich mal ungefähr eine Performance-Möglichkeit raus, dass der durchaus 8-10% performen könnte, also etwas besser als der DAX 40. Und dass das ganz spannend ist. Auch hier werden zum Beispiel die Versorgungsunternehmen in Europa, die auch im Eurostoxx 50 drin sind, eine wichtige Rolle spielen. Die Ausgangssituation natürlich für den Eurostoxx 50 ähnlich wie für den DAX 40. Das heißt, es sind die gleichen Einflussfaktoren, die gleichen kritischen Risikopunkte, die natürlich entgegenwirken können. Aber insgesamt der Eurostoxx 50 vom Gefühl und von meiner momentanen Aussicht her wirklich ein ganz, ganz interessanter Index für 2024. Eben aufgrund der Tatsache, dass es ja kein einfaches wird. Und eben diese Aufstellung insgesamt eben eine sehr interessante ist. Wir haben es im vergangenen Jahr 2023 gesehen, zum Beispiel Italien, Hidden Champion, besser performt als der DAX 40, weil eben hier Steuerreformen angekündigt wurden. Und das, glaube ich, könnte sich ein bisschen übertragen, dass eben viele einzelne Länder, die man vielleicht gar nicht so im Fokus hat, hier tatsächlich dann besser performen können. Also von daher der Eurostoxx 50 tendenziell im nächsten Jahr ein interessanter Index, der zumindest mal interessanter sein könnte als der DAX 40. Gehen wir mal in Richtung USA. Was haben wir da? Da haben wir ein Wahljahr. Wahljahre in den letzten Jahren immer wieder gute Jahre gesehen. Warum? Weil natürlich vorher die Politik hier Versprechungen macht, entsprechend versucht, die Wirtschaft zu hofieren, damit eben dann natürlich auch die Wähler entsprechend auf die Partei setzen, die natürlich gerade in Amt und Würden ist. Ich denke aber, da gibt es auch einige Risikofaktoren, die man beachten sollte. Da komme ich nachher am Ende der Sendung drauf, wenn ich mir mal so ein bisschen die schwarzen Schwäne-Möglichkeiten-Effekte anschaue, die in den kommenden oder jetzt in dem Jahr 2024 zu erwarten sind. Aber nichtsdestotrotz, wir gucken mal auf dem S&P 500 und auch da denke ich, dass wir tatsächlich eine Outperformance der Old Economy sehen werden. Also der S&P 500 mit hoher Wahrscheinlichkeit besser unterwegs als der Nasdaq 100. Und ich glaube, dass wir hier tatsächlich die Möglichkeit haben, im kommenden Jahr ganz gut zu performen bei dem S&P 500. Wie gesagt, Fokus auf zum Beispiel Erdölunternehmen, auf zyklische Unternehmen, also sprich, die voll auf den Konsum setzen. Automotive könnte gut laufen in Amerika. Wir haben unter anderem natürlich dann auch den Konsum generell, also Einzelhandelswerte könnten vielleicht gut laufen, weil der Konsum in Amerika eine ganz, ganz wichtige Stütze ist. Der Arbeitsmarkt ist robust, hat sich im Jahr 2023 wirklich als sehr, sehr solide gezeigt und die Inflation ist tendenziell am Abnehmen. Das heißt, wir sehen disinflationäre Tendenzen und das führt eben direkt eben zu einem höheren Konsum und könnte genau solche Branchen natürlich dann unterstützen. Bei Tech-Werten wäre ich eher vorsichtig, gerade wenn man sich die Performance in 2023 ansieht, das heißt, die glorreichen 7 könnten so ein bisschen zu den einschläfernden 7 werden. Mit einigen Ausnahmen, Amazon, Nvidia, klar, die haben natürlich Potenzial, da nochmal ordentlich zu überraschen. Aber insgesamt glaube ich tatsächlich, Big Tech wird nicht der große Bringer werden im kommenden Jahr. Ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube, in Amerika dezidiert eher an die Rückkehr, an die Renaissance der Old Economy Werte. Und ihr seht es halt auch, wenn man sich hier den Chart mal ansieht, die Dynamik, die eben in den Tech-Werten in Amerika drin ist, die ist eben ganz klar zu erkennen. Wir sind nahe der Allzeithöchstkurse im Nasdaq 100 und auch im S&P waren das natürlich treibende Kräfte, aber im Gegensatz zum S&P 500 fehlt halt beim Nasdaq 100 die Gegenkraft. Das heißt, wenn die großen glorreichen 7 ihre Flügel hängen lassen, dann können die anderen das kaum auffangen und demzufolge könnte Tech dahingehend, zumindest Big Tech dahingehend, nächstes Jahr es wirklich schwieriger haben. Spannend wird aber entgegen, dass eben der Nasdaq Composite im Verhältnis zum Nasdaq 100 besser performen könnte. Warum? Weil wir hier Unternehmer haben, zweite, dritte Reihe, ist Investoren, die jetzt viel Geld eben mit den großen Tech-Werten gewonnen oder gemacht haben,
können natürlich dann in die zweite und dritte Reihe gucken. Man hat das schon zum Jahresende 2023 gesehen und ich glaube da wirklich, dass 2024 dahingehend tendenziell das Jahr der Small- und Mid-Caps werden könnte, weil natürlich viele Gelder dann ihre Wege entsprechend in den kleineren Unternehmen finden wird. Man wird also gucken und sagen, okay, KI ist ein Thema, habe ich verstanden. Welche Unternehmen aus den zweiten und dritten Reihen beschäftigen sich mit diesem Thema oder in der Biotechnologie oder natürlich auch generell in der Halbleiterindustrie? Und dann geht dann eben auch viele Gelder entsprechend in diese anderen Unternehmen, die nicht so groß sind wie die Big, die Large Cap, sondern eher in die Mid- und Small Caps rein. Das könnte nochmal ein Thema im Technologiesektor sein, der durchaus spannend ist und den man auch auf jeden Fall im kommenden Jahr in Amerika auf der Agenda haben sollte. Gehen wir mal mit der Blickrichtung weiter in Richtung Asien und gucken uns dort mal den Nikkei-Index an in Japan. Der könnte im nächsten Jahr aus meiner Sicht heraus ein Hidden Champion sein und bleiben. Wir haben das in diesem Jahr schon gesehen. Ihr seht das hier langfristig. Haben wir eine sehr, sehr gute Performance in den letzten Jahren gesehen und könnte sich im kommenden Jahr weiter fortsetzen. Ihr seht, wo wir hier in den 80er, 90er Jahren waren. 40.000 ist durchaus möglich, dass wir im Bereich von 33.600, 33.800 Punkten, also in diesem Bereich hier hochlaufen könnten. Da gibt es eine Indikation dafür. Wir haben also in den letzten Jahren eine sehr, sehr expansive Geldpolitik von der Bank of Japan gesehen, im Gegensatz zu der US-Fed und der EZB, was der japanischen Konjunktur eine gewisse Robustheit verschafft hat. Das führte aber auch dazu, dass viele Investoren so ein paar Ressentiments gegenüber japanischen Unternehmen hatten. Die wurden zwar in Teilen wachgeküsst, zum Beispiel von Warren Buffett und Co., die natürlich dann dezidiert auf einige Unternehmen gesetzt haben, aber insgesamt der japanische Markt von den internationalen Investoren immer eher so ein bisschen mit Vorbehalten betrachtet. Das führt dazu, dass viele Unternehmen teilweise einstellig bewertet sind. Wenn ihr die letzten Klar-Schiff-Ausgaben im alten Jahr gesehen habt, da waren einige japanische Unternehmen bei, die teilweise einstellige KGVs aufgewiesen haben. Und da sieht man schon die Bewertungsstände, zum Beispiel zum S&P 500 oder auch teilweise zum DAX, sind hier wirklich relativ günstig. Als zweites Zuckerl könnte natürlich gerade für ausländische Investoren die zu erwartende Yen-Stärke sein. Das heißt, selbst wenn sich die Unternehmen vom Kurswert nicht bewegen, also die Aktienkurse, könnte der aufsteigende, aufwertende Yen dafür Sorge tragen, dass eben im Verhältnis zum Euro und zum US-Dollar eben hier eine zusätzliche Performance-Erwartung möglich sein kann. Also alles im Konjunktiv, wissen tut man es natürlich nicht. Es kommt darauf an, wie stark der Yen im Endeffekt dann aufwertet, zu zum Beispiel den US-Dollar oder im Endeffekt dann dem Euro. Und was das natürlich für Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben könnte. Also das muss man immer wieder auch in Betracht ziehen und sich halt genau anschauen. Aber es ist eine sehr, sehr interessante Ausgangssituation. Also Japan würde ich tatsächlich im kommenden Jahr auf der Agenda behalten, weil ich denke, dass da doch der ein oder andere Blumentopf zu gewinnen sein wird. Hier spezieller Punkt auf dem Bankensektor. Also im Gegensatz zu Europa würde ich tatsächlich in Japan auf Banken setzen, weil eben wenn die Zinsen angezogen werden, wir den ähnlichen Effekt sehen werden, können oder sehen könnten, wie eben zum Beginn 2023, wo eben auch die europäischen Banken davon überproportional profitiert haben. Also von daher das ganz spannend, Versicherungswerte, Finanzwerte, Bankenwerte in Japan durchaus mal eine Überlegung wert, wenn man sich für diesen Markt erwärmen kann. Geht die Blickrichtung weiter nach China. Und da habe ich mal den Shanghai Composite Index hier vorbereitet. Und natürlich auch insgesamt eine sehr interessante Situation. Das heißt, kurzfristig sieht es natürlich so aus, als wenn man da keinen großen Blumentopf mit chinesischen Anlagen hätten gewinnen können. Zoomt man aber ein bisschen langfristig rein, sieht man, dass auch hier der Aufwärtstrend klar intakt ist. Wir haben immer wieder diese Ausreißer, natürlich die Erwartungshaltung sehr hoch bei den Investoren. Mittelfristig ist der Trend intakt. Ich glaube, das bleibt auch so. Natürlich warten alle hier wie die Schlange vor dem Kaninchenbau darauf, dass endlich die Konjunktur in China anspringt. Und hier ist ganz interessant zu sehen, natürlich ist die Binnenkonjunktur, die hier die tragende Säule stellt. Das heißt, China hat eben den Weg weg von der Werkbank der Welt hin zu einer ganz stabilen und wichtigen Binnenmarktkonjunktur geschafft. Und hier spielt der Immobiliensektor natürlich eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Das heißt, ich rechne damit, dass wir im kommenden Jahr viele Stimulationsprogramme sehen werden, lanciert von der chinesischen Regierung im Bereich des Immobiliensektors. Eine etwas lockerere oder weiterhin lockere Geldpolitik der People Bank of China, die natürlich davon unterstützt wird, dass eben auch die EZB, dass auch die US-Fed entsprechend tendenziell eine lockere Geldpolitik fahren wird. Das heißt, hier hat man eben Argumentation auf seiner Seite, ebenfalls die Geldpolitik eben lockerer werden zu lassen. Das waren ja immer wieder auch Kritikpunkte in den letzten Jahren, auch zur Zeit der Regierung Trump, wo eben immer wieder gesagt wurde, dass eben die expansive Geldpolitik im Gegensatz zu der US-Fed, der amerikanischen Geldpolitik, natürlich hier eine Art Subvention, eine Umverteilung stattgefunden hat. Das heißt, die chinesische
Notenbank, die People Bank of China, People's Bank of China hatte natürlich immer wieder versucht, ein künstlich niedriges Bewertungsniveau des Yuan bzw. Renminbi eben aufrechtzuerhalten, um die Produkte und Dienstleistungen aus China international attraktiver zu machen. Und das ist natürlich jetzt dann im Endeffekt argumentativ wieder besser zu darzustellen, wenn man eben natürlich dann sieht, dass in den USA im Endeffekt auch die Zinsen wieder am Sinken sind, beziehungsweise die Annahme, die Antizipierung oder Antizipation dahingehend vorhanden ist, dann kann die People Bank of China das natürlich auch machen. Also diesen Aspekt sollte man nicht außer Acht lassen. Ich denke, der Impuls kommt ganz klar aus dieser Richtung. Es kann nur Stimulation im Endeffekt sein und eben das Anschieben der Regierung durch neue Gelder in die Wirtschaftssektoren rein. Und das könnte dann im Endeffekt auch natürlich die chinesischen Unternehmen nach oben bringen. Fokus würde ich hier weiterhin auf die großen Unternehmen haben, wie zum Beispiel natürlich eine BYD, eine Xiaomi, Alibaba, JD.com. Das sind natürlich keine Empfehlungen, einfach nur mal ein paar Hinweise dahingehend, in welche Blickrichtung man gucken sollte, also wirklich auf große Unternehmen. Vorsichtig würde ich weiterhin bei Finanzwerten, Immobilienwerten und Versicherungswerten sein. Da würde ich persönlich natürlich schon keinen Finger reinhalten, weil es einfach viel zu riskant ist. Kann gute Kursperformances geben, klar. Gerade wenn der Immobiliensektor gestützt werden sollte, kann eine Country Garden und eine Poly Land und wie die nicht alle heißen, mehrere und durch die Decken gehen und im Endeffekt gute Kursperformances als zielen, aber es bleibt risikobehaftet und ich gucke halt hier wirklich auch immer natürlich nur in die Richtung, dass ich halt sage, okay, welche Unternehmen haben ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis und das sind eben die genannten Unternehmen, weil man natürlich immer auch übergeordnet das politische Risiko ohnehin hat und demzufolge würde ich China auch wirklich nur als Depotbeimischung, wenn überhaupt, nehmen. Und wenn ihr sagt, nein, ihr wollt konservative Anlagen haben, dann wirklich auch dann Bogen drum machen, weil dann ist es tatsächlich nicht wert. Wichtig ist tatsächlich, dass man nachts ruhig schlafen kann, dass man wirklich weiß, okay, man hat Anlagen, damit kann man umgehen, man hat im Endeffekt auch ein gutes Gefühl dabei und das ist mir auch durchaus bewusst. Ich habe ja auch immer wieder Anfragen hier zu den Unternehmen aus China und weise natürlich auch gerne da und immer wieder darauf hin, dass genau diese Risiken einfach bestehen und dass man die in der Hinterhand bzw. im Hinterkopf behalten sollte, wenn man eben solche Anlagen tätigt. Aber wenn man sie ein bisschen breiter aufgestellt ist, schon länger am Markt, ist ein gut diversifiziertes europäisch-amerikanisches Niveau oder Depot erreicht hat, dann kann man natürlich auch entsprechend mal den Blick in Richtung China und da ausgewählte große Werte, ganz wichtig, entsprechend mal in Erwägung ziehen. Also von daher, ich denke, China könnte tatsächlich dann auch in 2024 eben zu einer Konjunkturerholung ansetzen und ich glaube sogar vorgelagert, weil China der Impuls für Deutschland, Europa sein kann, glaube ich tatsächlich ab dem ersten Quartal bereits schon, dass wir da entsprechende Entwicklung sehen werden, die eben auch für chinesische Aktien sprechen. Das heißt, es könnte schon zum Jahresanfang bereits losgehen, aber wir werden das Ganze sehen, wie sich das entwickelt, wird auf jeden Fall spannend sein. Gehen wir mit der Blickrichtung in Richtung natürlich der Rohstoffe und da ist als erstes das Gold zu sehen. Wie wird sich das im kommenden Jahr entwickeln? Ich glaube, der Goldbulle wird so ein bisschen an Dampf verlieren, wobei das erste Quartal durchaus noch gut sein kann. Ihr seht ja den 5-Jahres-Chart, langfristig zoome ich auch noch mal kurz rein. Also diese brachial und richtig massive Aufwärtsbewegung könnte sich im ersten Quartal weiter fortsetzen. Vielleicht läuft Gold pro Feinunze in Richtung 2200, 2150 in den Dreh rein und wird dann aber aus meiner Sicht heraus eben durch die abnehmende Inflationserwartungen, also der Disinflation, die dann eben einkehrt, rückläufige Preise, vielleicht auch so in der Beruhigung an der einen oder anderen politisch-geopolitischen Front eben natürlich auch so ein bisschen Dampf rausnehmen. Also das heißt, es wird Umschichtungen geben können, gerade aus dem Anleihebereich, gerade aus dem Edelmetallsektor raus, rein in entsprechende Aktienanlagen, die dann vielversprechend sind. Könnte auch generell so ein bisschen für die Emerging Markets per se sprechen, also Indien, Brasilien, die könnten nochmal davon profitieren, dass viele Gelder eher auch durch die Abwertung des US-Dollars in die Emerging Markets fließen. Das ist also auch ein sehr, sehr interessanter Effekt, den man auf der Agenda behalten sollte. Also könnte auch so ein bisschen das Jahr der Emerging Markets werden. Und demzufolge wird Gold halt darunter aus meiner Sicht heraus leiden. Also groß, wie gesagt, wir werden es zum Jahresende sehen. Ich bin gespannt, aber daran lasse ich mich zumindest mal messen, dass ich glaube, Gold wird dahingehend nicht so gut performen können. Anders sieht es dahingehend aus. Und das ist ganz spannend bei Silber. Da denke ich nämlich tatsächlich, dass der Charakter des Industriemetalls hier in den Vordergrund treten kann und Silber
zum einen stärken lässt durch die Stärke des Goldes im ersten Quartal, sich aber diese Stärke dann tatsächlich weiter fortsetzen lässt, weil eben die Nachfrage aus der Industrie nach Silber vorhanden ist. Das kommt oft, kann eben, also kam in der Vergangenheit auch des Öfteren mal vor, dass wir eine Abkopplung gesehen haben. Das heißt, Silber ist dann besser gelaufen als Gold. Und wenn ich mir das hier so ansehe, diese Konsolidierung, die wir hier auf dem Langfristchart sehen, die schreit förmlich nach einem Ausbruch und der tendenziell eben aus meiner Sicht heraus, aus der aktuellen Sicht nach oben. Also das heißt, Silber, wenn man im Edelmetallsektor unterwegs sein will, könnte tatsächlich im nächsten Jahr ganz ordentlich performen, zum Jahresende hin auf jeden Fall besser oder nicht auf jeden Fall, aber tendenziell besser als Gold. Und das ist natürlich nochmal ein Aspekt, der ganz interessant und wichtig ist für diejenigen, die sich in dem Bereich tummeln wollen. Platin, Palladium könnten sich ebenfalls in diese Richtung entwickeln wie Silber, weil eben auch der Charakter des Industriemetalls hier in den Vordergrund tritt. Ihr merkt schon, Industriemetalle, Kupfer, Eisenerze, Mangan und was da nicht alles gibt, Rhodium. Das sind die Metalle, die im kommenden Jahr oder Rohstoffe, die im kommenden Jahr auf jeden Fall interessant sein könnten, weil die natürlich ganz klassische zyklische Aspekte haben, die eben auf die Konjunkturentwicklung abzielen. Und wenn eben dann diese wieder erstarken sollte, dann könnte natürlich auch entsprechend davon die Metalle, die Rohstoffe dann davon profitieren. Also von daher, das wird ganz spannend und natürlich auch vielleicht für den einen oder anderen eine Stütze, um eben dann die entsprechenden Unternehmen selektieren zu können. Gucken wir natürlich mal auf den Schmierstoff der globalen Wirtschaft, auf das Öl. Ich nehme hier immer gerne Brent Crude Oil rein, weil das näher für uns europäische Zuschauer oder entsprechend natürlich auch Bewohner ist als WTI. WTI ja die nordamerikanische Rohölsorte, Brent Crude die Nordseesorte, wenn man so will. Der Unterschied liegt zwischen den beiden durch den Schwefelgehalt. Bei WTI ist der Schwefelgehalt höher als bei Brent. Das heißt, die beiden Sorten sind tatsächlich anders. Das bedeutet, der Aufwand, um ein Barrel Öl aus der Sorte WTI entsprechend umwandeln zu können in die Produkte, ist ein bisschen aufwendiger, ein bisschen kostenintensiver als bei Brent. Woher kommt, das ist auch immer nur wieder eine Frage gewesen, der Preisunterschied zwischen den beiden Sorten, eben natürlich zum einen durch den Mehraufwand der Weiterverarbeitung, aber natürlich auch das andere ist ganz spannend, das spielt tatsächlich politisch immer noch eine Rolle. Das heißt, WTI eben mit USA sehr stark verknüpft, das heißt natürlich, wenn USA insgesamt politisch dominanter ist, dann ist der Fokus auch oftmals verstärkt auf die WTI-Sorte, also auch im Nahen Osten natürlich diese Kombination und demzufolge kann das sein, dass Preisschwankungen, dass Preisreaktionen in der WTI-Sorte entsprechend schneller, größer ist und auch langanhaltender sind als zum Beispiel bei Brent Crude, die ja eben im Nordsee-Bereich abgebaut wird und dahingehend eine andere entsprechend politische Auswirkung hat. Das nun mal an dieser Stelle. Aber ansonsten, was ist da zu erwarten? Ja, ich denke, das wird ein ganz interessantes Jahr werden. Also erste Jahr ein bisschen zickig, zweite Jahr könnten die Rohsorten davon profitieren, dass die Konjunktur anspringt, mehr Ölbedarf benötigt wird. Das könnte sich bereits schon Ende des ersten Quartals zeigen. Ich glaube, dass wir tatsächlich in dem Bereich zwischen, ja, breit aber ehrlich, 85, 95 US-Dollar irgendwo landen werden und in diesem Bereich auch umhertingeln. Ich könnte mir vorstellen, im High 95 US-Dollar. Und wie gesagt, im Jahresverlauf bei 85, das dürfte so die Bandbreite sein. Man sieht aber, da ist noch ordentlich Platz. Das sind ungefähr 10 US-Dollar, die wir da an Kurs- oder Notierungssteigerungen erwarten und sehen können, bis zu 20 Dollar. Also von daher ganz spannend. Warum ist das, spielt das keine große Rolle eben bei der Inflationsentwicklung? Ja, weil diese Preissteigerungen, die dann dort erfolgen, natürlich nicht eins zu eins in den einzelnen Produkten wiedergegeben werden, sich also auch nicht im Sprit oder dergleichen wiederfinden, sondern das ganz normale Fluktuationen sind. Das heißt, ihr seht es ja hier, wir hatten ja auch schon mal Jahre, wo zum Beispiel die Preise wesentlich höher waren und sich das nicht sofort in der Inflationsentwicklung gezeigt haben. Also wenn denn eben solche Kursanstiege oder solche Notierungsanstiege hier erfolgen in einem Jahr, dann ist das nicht sofort in der Inflation zu sehen bedingt, sondern dann wirklich nur, wenn man eben insgesamt das in der Breite merkt und das sich natürlich dann entsprechend auswirkt. Also das heißt, selbst wenn ich jetzt hier von Preissteigerung in den Rohölsorten spreche, heißt das nicht, dass dann eben wieder Inflationsängste daraus entstehen, sondern dass natürlich andere Einflussfaktoren entsprechend sinken und sozusagen die Preissteigerung aus dem Bereich der Erdölindustrie heraus eben dann eben dahingehend untergehen bzw. sich ein bisschen vermengen bzw. dafür Sorge tragen, dass wir halt dieses Niveau um vielleicht 3, 3,5% in dieser Range bei der Inflationsentwicklung weiterhin sehen werden.
Und das würde dann auch so ein bisschen dieses Gesamtbild, was ich gerade gesagt habe, Leitzinssenkungen in Europa, aber auch nur bedingt, ein bisschen verzögert, in den USA vielleicht 2, 3 Schritte, sodass man also hier nach wie vor noch diesem ganzen Inflationsszenario Tribut zollen kann, man aber schon die disinflationären Tendenzen, die man dann vielleicht sehen wird, entsprechend natürlich auch dahingehend honorieren kann durch die Zinsschritte, die man halt vornimmt. Das ist so ein bisschen das Große und Grobe, was ich eben in für das kommende Jahr sehe und wo es natürlich interessant ist, heißt also Rohölunternehmen insgesamt könnten in 2024 durchaus weiterhin gut performen, könnten also für diejenigen unter euch, die im Rohstoffbereich unterwegs sein wollen, durchaus nochmal die eine oder andere lukrative Depotposition ausmachen, auch wenn ihr euch die Dividendenrenditen ansieht bei vielen Unternehmen, die sind durchaus attraktiv. Also wenn ihr entsprechende Unternehmen im Depot habt, ich würde die dann tendenziell zumindest mal als Halteposition persönlich sehen, wenn man entsprechend diese hat. Gucken wir last but not least auch nochmal jetzt auf etwas Exotischeres und sehen uns mal den Bitcoin an. Auch immer wieder gerne gefragt, ich denke auch zu Recht. Ich glaube tatsächlich, nächstes Jahr wird ein Bitcoin-Jahr und zwar durchweg. Kursziele direkt anzugeben, halte ich eher als unseriös. Das kann man, also kann ich zumindest nicht aus dieser Warte heraus machen. Ihr seht ja, was hier teilweise für Kursbewegungen drin sind, wie hoch die Volatilität ist. Es gibt aber zwei Aspekte, die man unbedingt betrachten sollte. Der eine ist der, wir haben im nächsten Jahr erneut ein Bitcoin-Halving. Das heißt, Mining-Firmen, also Unternehmen, die im Bitcoin errechnen, bekommen als Belohnung weniger. Das heißt, es wird eine Verknappung des Bitcoin-Angebots geben, aber gleichzeitig wird es eine Zunahme oder zumindest ein gleichbleibendes Niveau der Bitcoin-Nachfrage gerade bei institutionellen Investoren bleiben, weil es viele Produkte, Anlageprodukte neu gibt. Es werden ETFs wahrscheinlich neu aufgelegt. Der ganze Markt ist sehr stark institutionalisiert worden. Das heißt also, hier ist die Nachfrage von Institutionellen eben nach Bitcoin in US-Dollar sehr hoch. Warum? Weil man die Möglichkeit hat, direkt in eine Technologie zu investieren. So würde ich Bitcoin betrachten. Ihr habt also die Möglichkeit, direkt in eine Technologie in Form eben von diesem Bitcoin zu investieren. Und das macht es halt spannend. Gerade für institutionelle Investoren, die eben versuchen, ihre Depots ein bisschen breiter aufzustellen. Und vor allen Dingen, wenn man eben sagt, ich möchte in Technologie investiert bleiben, will aber nicht in den Big Tech sein, sondern gucke eben, was ich vorhin oder eingangs schon gesagt hatte, eben eher in die zweite, dritte Reihe, dann kann ich natürlich auch sagen, hey, ich investiere ein bisschen mal was in Bitcoin, weil es ist ja quasi eine Technologie, die man eben wirklich kaufen kann durch ein Investment in den Bitcoin und man hat gleichzeitig nicht das operative Risiko eines Unternehmens. Also das ist halt dahingehend ganz spannend und smart und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir im nächsten Jahr weitere Kurs- oder Notierungssteigerungen sehen werden. Ich halte mal eine Zahl raus, 50.000 US-Dollar sehe ich zumindest im weiteren Verlauf durchaus als erreichbar im kommenden Jahr. Ob es dann hier nochmal darüber hinausschießt, ob wir zum Jahresende bei 50.000 US-Dollar sind, das kann ich natürlich nicht sagen, aber ist eine ganz ordentliche, zumindest mal Performance-Chance, die sich ergibt. Das heißt, also 17.000 US-Dollar pro Bitcoin würde also dann hier nochmal ungefähr im Buche stehen. Das ist natürlich eine ganz relativ ansehnliche Performance, wenn sie sich denn tatsächlich so darstellt. Damit bin ich zumindest mal mit der Übersicht durch. Jetzt gehe ich mal auf die Risiken ein, die tatsächlich vorhanden sind. Natürlich klar, wir haben nächstes Jahr Wahl in den Wahlen in den USA, beziehungsweise in 2024 in diesem Jahr Wahlen in den USA. Und da gibt es natürlich einige Ausgänge, die nicht vorhersehbar sind. Das könnte sein, dass US-Präsident Trump, also der ehemalige US-Präsident, wieder als neuer Präsident dann eine zweite Amtszeit erlebt. Es kann sein, dass natürlich Biden weiterhin im Amt und Würden bleibt. Das sind alles Dinge, die kann man nicht absehen. Auf jeden Fall ein sogenannter Black Swan, ein schwarzer Schwan, der da eben so oder so am Horizont schwimmt und den man eben auf jeden Fall im Fokus behalten sollte. Dann das Thema China-Taiwan würde ich nicht ausklammern. Weiter ein ganz klares Risikothema. Man weiß nicht, je nachdem, wie das Ganze in irgendeiner Form gelöst wird, hoffentlich nicht militärisch, aber vielleicht diplomatisch, vielleicht erledigt sich das Ganze auch auf friedliche oder andere Art und Weise. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das ein Thema, was natürlich auch brennend sozusagen als Lunte derzeit in den Märkten vorherrscht und wo man unbedingt ein Auge drauf haben sollte, weil die Auswirkungen wären natürlich wie eine Verschärfung beim außenwirtschaftlichen, außenpolitischen Verhältnis USA, Europa, China. Und wir haben bereits in den letzten Jahren zur Covid-19-Pandemie-Zeit natürlich gesehen, was das bei den Lieferketten bewirken kann und so weiter und so weiter. Also viele Aspekte, die da nochmal reinlaufen und Europa auf jeden Fall wesentlich härter treffen würden als zum Beispiel die USA. Last but not least, zumindest der dritte große Schwan, ich will hier gar nicht zu schwarz malen, natürlich der Nahe Osten weiterhin, Iran, USA-Thematik. Ist weiterhin auch natürlich in den Märkten vorhanden, könnte sich im dahingehend als Problem darstellen. Muss man halt schauen,
dass sich dieser Bereich nicht auch weiter drastifiziert und dass dahingehend auch nicht irgendwelche großen Auseinandersetzungen stattfinden, weil das natürlich direkt auf die Ölpreisnotierung einwirken würde. Die könnten dann tatsächlich eben nochmal to the moon schießen, entsprechend, weil der Iran natürlich ein sehr, sehr großer Ölexporteur ist, ein großer Player im Bereich des internationalen Ölmarktes, Ölhandels, und das natürlich dann im Endeffekt nochmal ein ganz klarer Risikoherd ist, der auf jeden Fall mit zu beachten ist. Das sind zumindest mal die Aspekte, die ich jetzt hier sehe. Ansonsten halten sich eigentlich andere Dinge eher in Grenzen, aber es kommt natürlich klar, sonst würden sie ja nicht schwarze Schwäne heißen, out of the blue im Endeffekt auf die Märkte. Also zumindest sind das erstmal drei absehbare mögliche Ereignisse, die so ein bisschen als Hemmschuh für die weitere Entwicklung dienen könnten und die man zumindest mal im Hinterkopf behalten sollte. Ich hoffe, ich habe euch mit dieser Ausgabe das Jahr, den Jahreseingang versüßt und habe euch einen kleinen Ausblick gegeben. Wenn ihr Fragen zu einzelnen Themen, Branchen, Unternehmen habt, schreibt mir die rein. Passt ja gerade ganz gut. Ich nehme die, wie gesagt, raus und werde darüber dann in den kommenden Marktupdate-Folgen sprechen. Ich bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Format gefällt, wie gesagt, lasst einen Daumen hoch da, wenn nicht einen Daumen runter. Abonniert den Kanal von Comdirect und ich wünsche euch erstmal alles Gute und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit auch im Jahr 2024. Hier kommen bestimmt noch mal ein paar richtig gute Formate zustande durch eure Hilfe und da freue ich mich drauf. Also von daher vielen Dank und alles Gute. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.